Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Jetzt wird im Fernsehen was anderes gesendet, als hier gerade stattfindet. Wie ist denn das möglich? Also schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann macht das mal. Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder ihr könnt mailen unter domian@wdr.de. Ich bin ganz irritiert, weil das Fernsehen irgendwie ein bisschen hinterher hängt. Die senden erst mehrere Sekunden später als das, was hier gerade live stattfindet. Naja, egal. Wir fangen mal einfach an mit Svenja. Svenja ist 22 Jahre alt. Hallo Svenja. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um die siamesischen Zwillinge Lia und Tabia. Ja. Und zwar, das ist bei mir so, ich muss dazu sagen, ich habe Borderline und bin auch in Behandlung. Mhm. Und bei mir ist, wie gesagt, jetzt das Problem, ich habe seit mehreren Wochen das von Lia und Tabea alles mitverfolgt. Ja. Habe auch die OP mitverfolgt und jetzt ist Folgendes. Tabea, die ist ja gestorben und das nimmt mich alles, das reißt mich alles so dermaßen runter. Ich habe selber jetzt eine 4 Monate alte Tochter. Ja. Das reißt mich so dermaßen runter. Mein Freund, der ist auch schon fast total genervt von mir, weil jedes zweite, dritte Wort ist halt über Lia und Tabea. Und du hast also diesen Fall sehr genau. Mitbekommen. Genau. Fandest du es denn richtig, dass diese Operation vorgenommen worden ist? Ja, auf jeden Fall fand ich das richtig, weil die hätten kein normales Leben mehr führen können. Ja. Weil die hätten nicht laufen können, gar nichts. Und ich meine, ich fand das schon richtig. Und Du bist der Gesundheitszustand des anderen Mädchens ja im Moment relativ stabil, ne? So wie ich das im Fernsehen vorhin noch gesehen habe. Das freut mich auch ziemlich doll, dass der Zustand auch von ihr in Ordnung ist. Ja. Jetzt gehen wir mal ein paar Schritte oder noch zeitlich etwas weiter zurück. Die Eltern kommen ja aus einer sehr strengen religiösen Tradition, aus einer religiösen Gemeinschaft. Ja. Und es kam damals, man hat ja schon relativ früh mitbekommen, was mit den Kindern los sein würde, kam für die Eltern keine Abtreibung in Frage. Ja. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es eigentlich auch genauso, dass Abtreibung auch Mord ist. Und ich meine, okay, jeder muss das eigentlich für sich selber entscheiden, ob er das Kind jetzt abtreibt oder nicht. Und das waren deren Entscheidungen. Die wussten auch, wir müssen die Kinder früher oder später operieren lassen. Mhm. Und also da bin ich anderer Auffassung. Ich hätte mich persönlich in einem solchen Fall, wenn das rechtzeitig klar gewesen wäre, hätte ich mich für eine Abtreibung entschieden. Ich finde auch, dass das eine Form von, na, ich will es mal ein bisschen hart ausdrücken, religiösem Egoismus ist, dass man, um sein eigenes Gewissen nicht zu belasten, unter Umständen sehr viel Leid in Kauf nimmt, was andere Menschen und seien es auch sehr kleine Menschen dann ertragen und aushalten müssen. Ja, also gerade weil die erst ein Jahr alt sind, also das fand ich schon ziemlich heftig. Und es war halt so gewesen, ich hatte bei meiner Therapeutin ein Gespräch gehabt und dann kam ich da wieder raus und dann habe ich nur gesagt, dann können Lea und Tabea ja, wenn es gut geht, Weihnachten unterm Tannenbaum getrennt verbringen. Und die Sprechstunde wird zu mir gesagt, ja, daraus wird nichts, einer davon ist gestorben. Ja, ja. Nun sind die Überlebenschancen gut, ne? Also relativ gut, haben wir gehört. Nun wollen wir hoffen, dass das Kind nicht nur überlebt, sondern dass es auch, dass alles gesund ist. Dass es dann auch keine bleibenden Schäden davon tragen. Ja. Aber ich glaube, das kann man erst sehr viel später sagen. Ne? Ja, und das haben die auch gesagt, das kann man erst Jahre später feststellen. Ja. Ja, Svenja, dann drücken wir alle gemeinsam die Daumen, dass die Kleine über den Berg kommt. Auf jeden Fall. Und dass sie wenigstens dann ein gesundes und schönes Leben mitführen können. Auf jeden Fall. Ja. Und dir wünsche ich auch alles Gute von Herzen. Dankeschön. Und Domian, mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, da mich dieser Ausgangsmonitor hier völlig irritiert, muss ich jetzt mal kurz aufstehen hier und den einfach ausschalten. Ich weiß nicht, was das hier ist. Jedenfalls sehe ich mich da immer zeitverzögert und das ist nicht von Vorteil für diese Sendung, weil ich mich ja ganz auf die Gespräche konzentrieren will und möchte. So, jetzt ist es aber auch gut
Und wir machen mit dem nächsten Anrufer weiter, nämlich mit Holger. Und Holger ist 43 Jahre alt. Hallo Holger. Grüß dich, Domian. Hallo Holger. Was ist dein Thema? Und zwar, ich bin inkontinent. Ja. Und muss Windeln tragen. Ja. Also das heißt, du bist krank. Du musst die Windeln tragen, weil du krank bist. Ja. Ja. Mhm. Seit wann schon? Das geht 2 Jahre schon. Ja. Hat das damals so ganz plötzlich angefangen? Ja, das kam ganz plötzlich, aber meine Frau, die weiß, das war meine Freundin. Ja, du bist also in einer festen Beziehung? Ja. Ja? Wir haben 2 Kinder, der Kleine ist 7, der geht in die Schule. Wie alt ist der Kleine? Der ist 7 und der ganz Kleine ist erst 3 Monate. Aber wir erwarten wieder was Kleines. Also wenn der 7 ist, seid ihr schon sehr lange zusammen? Ja. Ja. Mhm. Wir sind schon 3 Jahre verheiratet. Ja. Und da ist jetzt noch ein neues Kind, ist unterwegs. Jetzt sag mir mal zu deiner Inkontinenz, was hat das für Ursachen? Weißt du, warum du inkontinent bist? Der Arzt hat gesagt, die können da nichts mehr machen, das wäre schon zu spät. Aha, und was ist die Ursache? Hat er dir das erklärt? Nee, das hat er nicht irgendwie, hat er mir nicht gesagt. Ja, also Inkontinenz, wir reden im Moment von Urin. Genau. Ja, und ist das den ganzen Tag so oder ist es nur nachts? Nee, tagsüber muss ich Windeln tragen und nachts aber auch. Tags auch und nachts auch. Deine Frau, hast du gerade eine Andeutung gemacht von deiner Frau? Ja. Wie geht die damit um? Nee, die weiß das ja noch nicht. Die weiß das gar nicht? Nee, das ist es ja so, weil ich weiß, soll ich das sagen oder... Das ist das Problem. Ich verstehe, aber Moment mal. Wenn du so lange mit der Frau zusammen bist und du hast diese Erkrankung jetzt seit 2 Jahren, wie kann man das denn geheim halten? Das ist es ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nein. Das war nicht die Frage. Wie kann man das geheim halten? Wie kommt es, dass die Frau das nicht mitkriegt? Wenn du nachts die Windeln trägst, neben ihr liegst mit Windeln, am Tage die Windeln trägst, du ziehst dich irgendwann aus in ihrer Gegenwart, die sieht das doch. Nee, die wohnt ja noch bei seinen Eltern. Ach, die wohnt noch bei ihren Eltern? Ja, die ist tagsüber bei mir. Ja. Mit den Kindern und abends werde ich dann wieder heim. Ach so, ihr habt keine gemeinsame Wohnung? Richtig, weil ich eine Eigenwohnung habe. Ich verstehe, also keine gemeinsame Wohnung. Dennoch gibt es doch so Momente, auch intime Momente, aber du hast es immer geheim gehalten bisher. Ja, wenn die da ist, traurig ich ja keine, weil ich mich irgendwie da schäme, Domian. Ach so. Und wenn du dann musst, dann machst du in die Hose oder wie? Nee, dann mache ich die ab und gehe austreten und mach die dann wieder ran. Ach so. Mhm. So, und das geht jetzt seit 2 Jahren so. Ja. Deine eigene Frau weiß seit 2 Jahren nicht, dass du inkontinent bist. Richtig, und das will ich gerade jetzt, soll ich ihr sagen oder soll ich das noch weiterhin geheim halten? Aber Holger, was für eine Frage, natürlich sagst du es ihr. Bloß wie, Domian, wie soll ich dir das beibringen? Indem du ihr das genauso sagst, wie du es mir gerade gesagt hast. Ich habe das und ich habe es schon seit 2 Jahren und schäme mich, es dir zu sagen. Und jetzt muss ich es dir sagen. So muss es ihr sagen. Ja, und du meinst, die lässt mit dir reden. Na, hör mal. Was ist denn das für eine Beziehung, die ihr beide miteinander führt? Ist das eine gute Beziehung? Eine sehr gute, Domian. Eine sehr gute Beziehung. Also ist eine gute Frau? Ja. Ja, und ihr habt euch lieb? Ja. Ja, aber dann ist das doch gar keine Frage, dass man das sagt. Also ja, offen mit darüber reden, meinst du? Aber natürlich. Wahrscheinlich wird sie sogar etwas sauer sein. Also ich wäre es an ihrer Stelle, dass du es noch nicht gesagt hast. Ja, na klar, ich habe das ja lange geheim gehalten. Ja, weil du dich schämst. Ja, deswegen eben. Ja. Also, Holger, gar keine Frage. Sag es ihr so schnell wie möglich. Und hab keine Angst, dass sie dich fallen lässt. Wenn die Frau dich wirklich liebt, und da gehe ich erst mal von aus, was du gerade gesagt hast, ja. Dann ist das doch gar kein Thema. Da soll ich mich dann mal drüber reden und sie das auffassen wird. Ganz eindeutig. Dennoch würde ich mich nochmal bei einem Arzt richtig beraten lassen und mir das mal erklären lassen, was da los ist. Hat das eine Ursache, organische Ursache? Oder ja, das ist die ganze Hektik und der Stress, den ich jetzt habe zurzeit. Aha, also seelische Ursache. Ja. Ja. Pass mal auf, wenn das eine seelische Ursache hat, dann würde ich gerne noch, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst.
Ja, da war ich einverstanden. Ne? Die kann dir vielleicht noch einen Tipp geben, wohin du dich wenden solltest, damit du das Leiden vielleicht sogar loskriegst. Das ist die eine Geschichte. Andere Geschichte ist aber, bitte sprich deine Frau an und mach klar Tisch und erzähle ihr alles, okay? Aber jetzt schaut er mir an, bitte nicht mich. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich zurück und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Alles klar, Dankeschön. Alles Gute, Holger. Tschüss. Tschüssi. So, ihr Lieben, Telefonnummer 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, live hier im Radio bei 1Live, live hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen, oder mailt unter domian@wdr.de und nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, wenn ihr mailt. Silvia, 21 Jahre, guten Morgen. Nee, Siva, so. Hallo. Hey, hallo. Wie heißt du? Shiva. Shiva. Ja, genau. Na, das konnte ich gar nicht richtig lesen hier. Shiva, 21. Genau. Was ist das für ein Name überhaupt, Shiva? S-I-V-A geschrieben? Ja, S-H-I-V-A. Ach, S-H-I-V-A. Woher kommt der Name? Der kommt aus dem Arabischen. Aha. Also, Shiva, klingt schön. Um was geht es? Also, es geht um meine beste Freundin. Mhm. Und, also sie terrorisiert mich total. Also ich fühle mich von ihr total unter Druck gesetzt und sie terrorisiert mich richtig. Was macht sie? Also ich glaube, ich muss dir vorerst erstmal die Vorgeschichte erzählen von der ganzen Sache. Mhm. Vor 3 Jahren wurde bei ihr Leukämie festgestellt. Ist sie so alt wie du? Ja, sie ist auch 21 Jahre ja. alt. Und unsere Familien sind auch total eng befreundet. Ich kenne sie jetzt seit 19 Jahren. Ja, also alte Sandkastenfreundin. Ja, Prinzip ganz so. Genau. Mhm. Also vor 3 Jahren Leukämie festgestellt, was sehr schlimm ist. Ganz genau. Und ja. das war für uns natürlich eine Katastrophe, für uns mhm. alle. Und dann fing halt die ganze Knochenmarkspendersuche an. Mhm. Und das war total kompliziert alles. Und irgendwann habe ich mich dann entschlossen, mich einfach untersuchen zu lassen. Ja. Und das war eigentlich wirklich Ironie des Schicksals, weil da hat es wirklich gepasst. Es hat gepasst. Mhm. Ja, also mein Knochenmark ist doch toll. Ja, das war super. Also ja. wir waren auch alle aus dem Häuschen. Das heißt, du hast eine Spende gegeben und sie hat sie bekommen. Hat es ihr geholfen? Ja, es wurde Gott sei Dank gut angenommen und mhm. Sie war halt direkt danach auch direkt auf dem Weg der Besserung. Kann man das jetzt so krass ausdrücken, dass du ihr das Leben gerettet hast? Nein, also ich will das mal ganz von mir abweisen, weil das war eigentlich für mich eigentlich mehr Zufall und es stand für mich ganz außer Frage. Ich mache das. Das mhm. war ganz selbstverständlich für mich. Also mhm. sie ist genau wie meine Schwester. Verstehe. Jetzt sag mal ganz kurz, Knochenmarkspende, wie das funktioniert. Das ist nichts Kompliziertes, glaube ich, ne? Nee, das ist, also jetzt für mich ist das überhaupt nichts Kompliziertes gewesen. Die Ärzte waren auch damals total super. Also ich hatte eine totale Nadelphobie. Aber ja. richtig. Ja. Und wie macht man das genau? Also jetzt ganz genau den Vorgang kann ich auch nicht beschreiben. Ich weiß nur, dass die jetzt von hinten in dem Rücken einen Angriff machen. Ja, mit der Nadel? Gehen die ins Rückgrat irgendwie rein? Ganz genau. Ja. Und entnehmen da Knochenmark. Ja. Man ist aber nicht irgendwie narkotisiert oder so, man ist bei Bewusstsein. Ja, ganz genau. Also es war eine örtliche Betäubung. Örtliche Betäubung. Das Ganze dauert wie lange? Bei mir, also das hat jetzt eine halbe Stunde gedauert. Und danach kann man dann ganz normal nach Hause gehen. Also ich war noch einen Tag zur Beobachtung, aber wie gesagt, ich war halt total, ich habe eine totale Nadelphobie und ich war total weg und also die haben mich da einen Tag noch behalten. Gut, aber normalerweise ist das eine ganz leichte Sache, die man ja, leicht hält. Ja, das ist eine ganz leichte so, Sache. So, das war nur der technische Vorgang, den ich nochmal erfragen wollte. Ja. Okay, dann hast du die Spende ihr gegeben, danach ist es ihr besser gegangen. So, und warum terrorisiert sie dich jetzt? Also es ist so, wir waren alle total glücklich danach, total und sie hat sich auch super schnell erholt und danach fing es an, also das war die Operation war letztes Jahr im April, fing danach an, dass die mich halt wirklich andauernd angerufen hat und mich immer wieder gefragt hat, bist du auch wirklich immer da für mich? Und ich war so, selbstverständlich, ich bin jederzeit für dich da, egal wann. Ja. Du weißt ganz genau, du kannst mich mitten in der Nacht anrufen, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Sie hat, glaube ich, ein bisschen zu wörtlich genommen da. Also was auch überhaupt nicht schlimm war. Zu dem also ich verstehe das. Sie geht jetzt zu nah an dich heran. Nachdem du einmal ihr quasi die Hand gereicht hast und ihr die Spende gegeben hast, krallt sie dich jetzt so sehr oder wie? Ja, Domian, es ist so, sie lässt mir überhaupt keinen Freiraum mehr. Ich habe schon mal bei der Redaktion folgendes Beispiel genannt. Ich muss ihr schon sagen, wann ich duschen gehe, wie lange ich brauchen werde. Ach so. Und wenn ich 5 Minuten länger brauche, dann habe ich schon 14, 15 Anrufe in Abwesenheit. Aha. Also sie kontrolliert quasi komplett deine Zeit.
Sie will, dass du absolut für sie da bist? Ganz genau. Immer muss ich für die da sein. Wie geht es ihr denn im Moment? Also ihr geht es gesundheitlich besser. Sehr viel besser. Ja. Aber sie ist seelisch total labil. Und ich habe ihr auch immer gesagt, ich bin immer für dich da, aber ich kann das nicht mehr. Wenn du dann eben nicht da bist mal für sie, was ja auch völlig normal ist, macht sie dir dann Vorwürfe, drum bedroht sie dich oder setzt sie dich unter Druck oder wie läuft das? Genau, das ist ja die Sache. Immer wenn ich dann halt für eine längere Zeit nicht zu erreichen bin, dann kommen so Sprüche wie von wegen, du warst wieder mal nicht zu erreichen, wozu bin ich denn gut, ich bin total sinnlos. Sie hat total den Lebenswillen verloren. Mhm. Also sie droht mir indirekt immer mit Selbstmord, immer. Also, lebt sie alleine? Sie lebt alleine, ja. Seht ihr euch denn auch oft? Wir sehen uns jeden Tag. Jeden Tag. Wie viele Stunden am Tag? Also, ich muss sie manchmal anrufen. Ich komme jetzt von der Arbeit, sagen wir mal zum Beispiel. Mhm. 4 Uhr ist Schluss. Mhm. Dann rufe ich sie an und dann steht sie auch schon irgendwie eine halbe Stunde später vor meiner Haustüre. Ah ja. Das ist nur zum Beispiel. Wie sieht das denn so in deinem restlichen Leben aus? Zum Beispiel, hast du einen Freund? Ja, ich habe einen Freund, genau. Ist sie auf den eifersüchtig? Eifersüchtig auf ihn selber nicht. Sie ist eifersüchtig auf die Zeit, die ich mit ihm verbringe. Ja. So, das kann ich mir vorstellen, dass einem bei aller Freundschaftsliebe und bei allem Mitleid auch für die Krankheit, die sie hat, dass einem das dann schon irgendwann sehr auf die Nerven geht. Dass einen das auch provoziert und auch zornig macht. Es ist eigentlich wirklich so, dass ich inzwischen gar nicht mehr zornig bin, sondern ich bin einfach hilflos. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wie reagierst du denn auf sie? Redest du mit ihr und sagst du ihr, versuchst ihr das klar zu machen? Ja, natürlich. Also ich habe ihr gesagt, ich habe damals mit ihr geredet und habe gesagt, hör mal, so geht das nicht weiter. Ich habe auch ein Privatleben, also ein bisschen Privatsphäre. Also sie lässt mir ja kaum Privatsphäre mit meinem Freund jetzt zum Beispiel. Ich meine, du bist ein sehr wichtiger Bestandteil in meinem Leben, aber ich kann jetzt nicht meinen gesamten Lebensinhalt auf dich. Okay, was sagt sie dann darauf? Ja, dann kommen halt schon wieder diese indirekten Vorwürfe. Ja, ganz genau, von wegen, ich bin nicht gut genug und was soll ich überhaupt noch hier? Und könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas kommt, von wegen, damals hast du zu mir gesagt, ich bin immer für dich da und jetzt bist du es dann doch nicht oder sowas. Nee, sowas hat sie nicht gesagt, sie hat einmal gesagt, wozu habt ihr mich eigentlich gerettet? Warum habt ihr mich eigentlich operiert? Mhm. Wozu? Das ist natürlich sehr perfide. Das ist natürlich ganz schlimm. Ja. Setzt sie dich so unter Druck und erpresst dich so sehr, dass sie ja alles kaputt macht, was an Freundschaft da ist. Ja, ganz genau. Und das klingt jetzt hart, aber ich glaube, dass man sich so einer Sache nur erwehren kann, indem man wirklich radikal sich nach hinten entwickelt. Indem man ihr das wirklich erstmal richtig klar macht. Und wenn das nicht hilft, wenn das wirklich nicht hilft, dass man da wirklich dann zurückgeht, wenn das Ganze zu schmerzhaft ist und du hast Sorge, dass sie sich vielleicht wirklich was antut, würde ich da schon versuchen, für eine kurze Zeit einen Fachmenschen mit einzubeziehen. Ja, unbedingt, also jetzt auch überhaupt wegen meinen Seelenheil, sage ich jetzt einfach mal, weil für mich ist das wirklich zu viel geworden. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Doch, ich kann es mir schon vorstellen, ich erahne das. Es gibt alle möglichen Beratungen. Ja. Es gibt ja sowas wie Eheberatung und Paarberatung und sowas. Kann man auch beziehen auf so freundschaftliche Konflikte, wie ihr das jetzt habt. Das ist ja auch eine ganz enge, vertragte Beziehung, die ihr da führt. Ja. Das wäre wirklich meine Idee, so mein Tipp, da jemanden Fachkundigen mit hineinzuziehen, der dir auch ein bisschen zur Seite steht. Weil du hast ja auch Angst, dass da wirklich dann irgendwas passiert und du dir dann ein Leben lang Vorwürfe machst. Ja, genau. So, und wer das machen könnte, wie man das macht, das wirst du jetzt von uns erfahren. Du legst auf und wir rufen nochmal zurück. Alles klar, okay. Bedanke mich. Schiebe, alles danke Gute. Dumian, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt. Und weiter geht es mit Celine. Celine ist 42 Jahre alt. Hallo Celine. Hallo Dumian, grüß dich. Um was geht's bei dir? Es geht darum, ich bin seit 4 Jahren mit meinem Mann verheiratet, seit 8 Jahren zusammen. Mhm. Mein Mann ist impotent. Ich wusste es mehr oder weniger vorher schon, bevor wir fest zusammengegangen sind. Mhm. Und ich komme aber mit der Situation mittlerweile überhaupt nicht mehr klar. Also in den ganzen 8 Jahren hat es einmal, sag ich mal, geklappt. Einmal in 8 Jahren? Ja, genau. Und ich komme halt mit der Situation überhaupt nicht zurecht. Also
egal ob ich jetzt im Fernsehen Kussszenen sehe oder irgendwelche Liebesfilme sehe, also da dreht sich bei mir dann alles um. Ja. Oder meine Kinder, also ich habe 3 Kinder aus der ersten Ehe, da ist die Älteste zum Beispiel schon 20 und also ich habe fast erwachsene Kinder schon, die kommen dann zu mir und erzählen von ihrem Freund oder was weiß ich alles und ich sitze immer da und lass mir nichts anmerken. Und habt ihr denn in den 8 Jahren, abgesehen von diesem einen Mal, gar keinen Sex oder gibt es überhaupt gar nichts? Nein, weil er totale Angst hat. Er hat totale Angst, mich zu berühren, weil ich zum Beispiel sage, du, ich brauche nicht einmal jetzt unbedingt den Geschlechtsverkehr schlechthin. Also mir reicht es auch aus mit anderen Sachen. Ja, darauf wollte ich hinaus, ob so etwas stattfindet. Nein, nein, weil er totale Angst hat, dass ich dann mehr möchte, sagen wir mal so. Und auch wenn ich ihm... Mensch, und das hältst du seit 8 Jahren aus? Nee, mittlerweile gar nicht mehr. Und das Schlimme ist, ich kann es auch niemandem erzählen. Also das ist wie ein ganz tief begrabenes Geheimnis, das niemand wissen darf. Wer weiß es denn überhaupt? Niemand. Niemand, nur ihr beiden? Ja. Warum ist er impotent? Ich denke, dass bei ihm die Psyche sehr viel ausmacht. Also so, was er erzählt, wie es früher gewesen ist. Er hat also schon sehr, sehr lange Jahre damit Schwierigkeiten. Ja. Also früher auch schon, also wenn er Freundinnen vor mir hatte, er ist 38, da hat auch nie was geklappt und ich denke... Hat er sich denn organisch wirklich abklopfen lassen? Ja. Also organisch ist er gesund? Er hat zwar Durchblutungsstörungen, also das kommt noch mit dazu, aber das könnte man, sag ich mal, beheben durch Medikamente und so weiter. Also das hat der Arzt schon mal gemeint. Ja, das heißt also, der Schwerpunkt dieser Erkrankung oder der Störung ist seelischer Natur? Auf jeden Fall. Ganz, ganz klar. Ja, auf und jeden Fall. Seit 8 Jahren unternimmt er nichts dagegen? Er nein. ist mit dir zusammen, ihr seid verheiratet seit einigen Jahren und er tut nichts dagegen? Nein, warum nein. nicht? Er sagt immer, das wird schon besser, das wird schon besser. Oder, ach, das ist doch Unsinn. Wenn es seit 8 Jahren nicht besser wird, dann wird es jetzt auch nicht besser. Ich weiß, ich sag auch immer wieder zu ihm, du lass uns doch wenigstens mal zum Therapeuten gehen oder irgendetwas, dass er auch mal sieht, wie es mir geht. Also er verlangt von mir immer, ich soll das akzeptieren, ich soll es einsehen. Aber was ist das für ein Verlangen? Er verlangt, er ist in einer Ehe, er ist in einer festen Beziehung und verlangt von seiner Frau kompletten Verzicht auf Sexualität, auf Erotik. Ja, so nicht nur auf Sexualität, sondern auch auf Erotik. Er küsst mich auch nicht. Also das kommt auch nicht vor. Also überhaupt nicht. Also ich glaube, eine Nonne lebt noch besser wie ich. So, jetzt frage ich mal ganz keck, ist der junge Freund eigentlich heterosexuell? Ja. Bist du sicher? Ja. Ich denke schon, ich gehe mal davon aus. Weil es macht einen schon ein bisschen stutzig, ne? Wenn er so auf Distanz zu dir geht. Ich meine, wenn er jetzt Erektionsprobleme hat, könnte man immer denken, okay, er geht zärtlich mit seiner Frau um, mit Celine. Aber es passiert gar nichts, überhaupt gar nichts. Nee, gar nichts, überhaupt gar nichts. Hat er denn mental, wenn es auch organisch nicht funktioniert, ein sexuelles Bedürfnis? Spricht, ja. Hat er? Ja, das hat er. Das heißt, er onaniert natürlich auch nicht? Ja, nee, also das war am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, so die erste Zeit, da hat er mir onaniert noch. Also da, er hat aber gesagt zu mir, es reicht für ein Geschlechtsverkehr in dem Sinne nicht aus, weil die Erektion nicht so stark da so, ist. Und wie wäre es mit unseren Zaubermitteln, die wir mittlerweile haben? Er hat Viagra darf er nicht nehmen, er hat Cialis mal bekommen vom Arzt, das ist so ein anderes Mittel und das muss er aber auch mit Vorsicht genießen, weil er 2 Herzinfarkte schon hinter sich hat. Ach so. Genau. Ja, dann ist das natürlich schwierig. Ja. Ja. Also, ist ihm denn klar, wie du leidest im Moment? Nein, glaube ich nicht. Warum nicht? Warum sagst du es ihm nicht? Ich sage es ihm immer wieder und dann verdreht er schon mehr oder weniger die Augen und hört damit auf und so weiter. Und deswegen ist ja mein großer Wunsch gewesen, dass ich mit ihm zusammen mal irgendwo hingehe, dass eine neutrale Person, dass er mal ihm erzählen kann, wie ich eigentlich darunter leide. Dass ich platze förmlich, das geht nicht mehr. Gibt es denn so Gedankengänge, Überlegungen, Fantasien, fremd zu gehen? Nein. Warum nicht? Finde ich völlig legitim in deinem Fall. Ich bin eine total treue Seele. Also aber du hast sexuelle Sehnsüchte. Du würdest gar mal mit einem Mann toll schlafen. Ja. Ja. Überhaupt. Würde er das denn dir zugestehen, eventuell? Ab und zu, wenn ein Gespräch wieder darauf zu sprechen kommt. Er
dann sagt er ja, dann such dir doch jemanden oder dann, also aber ich denke, das sagt er einfach so aus der Hilflosigkeit. Also Celine, ich finde auch, dass da wirklich aber ganz, 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 ganz schnell etwas geschehen muss. Nach 8 Jahren ist die Toleranzgrenze seit ewiger Zeit schon überschritten, finde ich. Ich finde, das ist eine Zumutung, was dein Mann mit dir macht. Da gibt es aber auch keine Entschuldigung, überhaupt gar nichts. Wenn er seinen Hintern nicht hochkriegt, sage ich jetzt mal, und sich bemüht, sich selbst zu helfen, indem er in eine Therapie geht oder einen Arzt nochmal aufsucht oder was weiß ich, dann muss er halt jetzt auch mit heftigeren Reaktionen von deiner Seite rechnen. Ich finde es auch eine Beleidigung deiner Person. Mhm. Eine Missachtung. Du bist eine gesunde Frau, die Bedürfnisse hat, und er sagt, nimmt und verdreht die Augen, wenn du damit anfängst. Mhm. Ja, es ist sogar so, Domian, wir haben einen Sohn zusammen, der ist aus künstlicher Befruchtung heraus, weil er sich unbedingt ein Kind gewünscht hat, und ich habe gesagt, gut, okay, die ersten 3 Kinder sind aus der ersten Ehe, ich hätte auch noch ganz gerne Kind. Mhm. Und also künstliche Befruchtung, das heißt, er ist dann irgendwie an seine Samenflüssigkeit rangekommen? Ja. Wie hat er das dann angestellt? Durchs Onanieren. Das hat dann doch noch geklappt? Ja, das hat dann geklappt. Das war vor 2 Jahren. Ja. Und unser Sohn, der ist jetzt 17 Monate alt. Ja. Und da haben wir auch einen Arzt angelogen. Also der Arzt hat gesagt, ja, normalerweise geht es auch nur, wenn das Ehepaar das ein halbes Jahr schon probiert, etc., etc. Celine, ich muss dich aber auch kritisieren. Ja. Dass du das so lange mitmachst. Dass du so duldsam bist. Ich weiß. Ich finde das wirklich nicht in Ordnung. Da tust du dir und letztendlich euch auch nichts Gutes mit an. Deswegen finde ich es gut, dass du jetzt angerufen hast. Dass vielleicht auch mal, dass du zum ersten Mal mit einem anderen Menschen drüber sprichst. Zum allerersten Mal. Ja. Das muss man sich ja auch wirklich mal vor Augen halten. Mhm. Mach ihm das nochmal und nochmal massiver klar, unter welchem Leidensdruck du stehst. Mach ihm nochmal das Angebot, dass ihr gemeinsam zu einer Beratung geht. Wenn er dem nicht zustimmt, gehst du alleine hin. Das bringt jetzt was. Ja, das finde ich schon. Dann findet das nämlich eine Fortsetzung dessen, was wir hier jetzt im ganz kleinen Rahmen angefangen haben. Mhm. Dass du einen Gesprächspartner hast, dann auch einen professionellen Gesprächspartner, der dir vielleicht auch ein bisschen den Spiegel vorhält, was du an Fehlern da machst. Und daraus dann vielleicht auch wieder etwas erwächst und eine Aktion entsteht. Und kann ich da zum Familientherapeuten gehen oder Partner? Da werden wir dich jetzt gleich beraten. Okay. Das macht meine Psychologin. Aber ich möchte so von meiner Seite, so von dem allgemeinen Standpunkt aus, und wirklich an dich appellieren, unternimm jetzt etwas. Sage ihm auch, appelliere auch an sein Verantwortungsbewusstsein, was die Ehe anbelangt. Ihr habt ein Kind gemeinsam, dass er verdammt nochmal auch etwas tun muss. Mhm. Er lässt sich ja komplett hängen, ne, so wie du es mir schilderst. Komplett. Was diesen Fall anbelangt. Komplett. So geht man doch nicht mit einer Person um, die man liebt. So geht man doch nicht mit einer Frau um, die man liebt. Nee, ich weiß, ich sehe es auch so. Aber ich halte es einfach aus. Ich weiß es auch nicht. Wie gehst du denn mit deiner Sexualität um? Befriedigst du dich denn oft selbst? Ich habe es früher gemacht, aber mittlerweile ist es wie Frust, das überhaupt nicht mehr. Also das ist. Weil die Situation ist so verfahren wahrscheinlich, dass du gar keine Lust drauf hast. Nee, überhaupt nicht. Weil dann denkst du, mein Gott, du bist total arm dran irgendwo. Also da bemitleide ich mich dann selber irgendwo, und das ist wirklich dann Frust. Dann lasse ich es ganz sein. Da muss sich was ändern. Wo du genau hingehst, wie du es machst, das erfährst du jetzt von meiner Psychologin, von der Heide. Okay. Hau auf den Tisch, unternimm jetzt was und werde aktiv, Celine. Das finde ich wirklich ganz wichtig. Okay. Alles Liebe, alles Gute, du legst auf und wir rufen nochmal an. Gleich. Alles klar, danke, Domian. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne hier im Fernsehen und im Radio mit mir unterhalten wollt. Weiter geht es mit Frage meiner Regie mit Thorsten, 25. Hallo Thorsten. Hi Jürgen. Hi. Na? Ich rufe auch nochmal an zu dem Thema von vorgestern, meine dunkle Seite. Ja, die dunkelste Seite, das war spannend. Ja, ich habe im Moment auch eine, in Anführungszeichen, dunkle Seite. Mhm. Und zwar bin ich im Moment auf einem Online-Portal unterwegs. Ich habe es beim Kollegen gesehen, der hatte da so ein Fake-Profil angelegt, hat sich da als Frau ausgegeben. Und hab dann gesehen, dass da tausende Messages reinkamen dann von Jungs als Anfrage, so, na, wie sieht's aus und so, sollen wir uns mal treffen und so. Ja. Der war halt bei mir, der Kollege, und ich habe das gesehen, und dann habe ich auch mal so ein Fake-Profil da angelegt. So, du bist eine Frau jetzt. Nein, also in dem Profil, ja. In dem Profil, ja, natürlich, ja. Ja. Du gibst dich aus als Chantal, oder wie? Ja, so ähnlich. Nee, sag mal, wie nennst du dich?
Tribal. Tribal? Mhm. Wie alt? In dem Profil bin ich 21. Ja, und Profil, nähere Einzelheiten noch? Ja, ich habe da so ein paar Fotos im Internet gefunden, von so einer Seite, wo es halt so um Bodypainting und so geht. Ja. Von daher habe ich halt auch eine ganze Menge Fotos, die man dann so austauschen kann und so. Ja. Im Prinzip habe ich das Ganze einfach mal nur so gemacht, um mal so auszutesten, wie weit die Jungs da eigentlich gehen. Die gehen total weit wahrscheinlich. Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt. Jetzt weiß ich nicht genau, was das für ein Ding ist, was du da machst. Chattest du mit denen auch? Ja, das ist so Instant Messaging. Ja. Das heißt, es gibt dann ein Gespräch und dann bist du dann auch Tribal, die junge Frau Tribal. Genau. Und sprichst mit den Jungs über Sex. Ja. In der Rolle einer Frau. Es fängt erstmal, sag ich mal, völlig harmlos an. Ist mir klar, aber es geht wahrscheinlich schnell zur Sache dann. Ja, ich werde erstmal so angesprochen, so nach dem Motto, hi und wie geht's und so, ja. Halt ich mal. Und nach ein paar Sekunden kommt die Frage, was hast du eigentlich an? Ja, nicht immer. aber kommt schon vor, ja. Also ich habe gestern eine gekriegt, schickst du mir ein Foto von deiner, ne? Ja, dann schicke ich dir auch ein Foto von meinem. Und hast du ihr ein Foto von deiner geschickt? Ja, ich habe ja genug Fotos, sind ja nicht meine. Hör mal, bist du ein heterosexueller Mann? Eigentlich schon. Richtig heterosexuell? 100% weiß ich nicht. Ich wollte mich gerade sagen, wenn du so eine richtige knallharte Heterosocke wärst, ja, würde dir das doch überhaupt keinen Spaß machen. Nee, also ich, ja, weiß ich, also bisher, sag ich mal so, erfahrungsmäßig bis jetzt nur mit Frauen, aber. Okay, aber so ein kleines bisschen in dir muss ja da einen Spaß dran haben. Du machst doch beim Chatten dann die Jungs heiß, ne? Ja. Aber hallo, ne? Ja, richtig. Ja, bis zum schönen Ende, bisweilen. Ja. Wie die dir das dann mitteilen. Ja, kommt schon vor. Und macht dich das dann auch an? Irgendwie schon, weil, ich weiß nicht, also irgendwie denke ich mal, wenn die wüssten, so nach dem Motto, aber im Prinzip, mein Gott, habe ich da kein Problem mit. Ich meine, ich finde das auch überhaupt nicht moralisch verwerflich, wenn die so blöd sind und sich darauf einlassen. Hm. Mich wundert das überhaupt, dass die Männer sich immer darauf einlassen, weil das ist doch überall mittlerweile bekannt, dass da gefaked wird bis zum Gehtnichtmehr. Ja, ne? Ich frage mich auch teilweise, ob die Leute, mit denen ich gerade rede, ob die tatsächlich wirklich echt sind. Ich habe keine Ahnung. Was sollten die sein? Das sind dann vielleicht Frauen, die sich als Männer ausgeben, oder was? Ja, ich weiß nicht, aber ich sag mal, ich biete halt immer so nach dem Motto, wenn es dann halt irgendwie auf das Thema kommt, sag ich mal, biete ich halt immer Fotos von mir im Tausch gegen eigene Fotos an, um ja, halt wirklich diese Grenzen bei denen auszutesten. Genau, dann siehst du also Jungs und die präsentieren dir ihre besten Stücke. Der eine eher, der andere später, ja. Schon, aber im Prinzip bei den meisten funktioniert, sag ich mal, und es wundert mich selber. Und dann guckst du dir das so an? Ja. Erregt dich das dann, wenn du die siehst von den Jungs? Ja, nicht wirklich. Also nicht wirklich. Hand aufs Herz, wenn du mit denen chattest und es richtig heiß hergeht, hast du dabei auch schon mal onaniert? Ja. Ja. Doch. Aber du hast dich dann in die Rolle der Frau versetzt wahrscheinlich. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Ja. Ja. Mhm. Schon. Ja. Was ist denn, wenn die Jungs sagen, hier, Tribal, ich möchte gerne mit dir telefonieren? Dann habe ich schon mal gesagt, dass ich mein Handy gerade verloren habe und kein Netz habe und so. Das Übliche. Und die dass mein Auto gerade kaputt ist, wenn ich vorbeikommen soll. Und so. Die sind weiterhin so blöd und glauben das dann auch noch. Ja. Dann ist denen aber auch wirklich, schied denen das völlig recht, finde ich, was du mit denen machst. Ich versuche halt immer so auszutesten, ob sie halt wirklich echt sind, indem ich halt Fotos anfordere, sag ich mal. Ja. Und am Anfang kommen halt erstmal so die ganz normalen Gesichtsfotos und so. Ja. Und, ach, die schicken sogar Fotos mit Gesicht. Ja, tatsächlich. Das ist ja auch krass, ne? Auf jeden Fall. Die wissen aber überhaupt gar nicht, wenn das jetzt wirklich echte Fotos sind, was du wiederum mit diesen Fotos machst. Ja. Irgendwann landet dieses Foto vielleicht bei deren Freundin auf dem Tisch. Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann mit den Fotos so natürlich nichts machen, aber. So dumm und Gomorra, überall. Ja. So, das war zum Thema meine dunkelste Seite. Hast du gesagt, ruf ich mal an, ich mache da auch so Schmankerl. Ja. Ist so ein bisschen dunkel, aber wie gesagt, wenn es dir Spaß macht, ich finde es moralisch nur wirklich nicht verwerflich. Nein. Ist das jetzt auch mal nur ab und zu so oder hast du dich da so richtig reingesteigert schon? Also ich sag mal so, ich habe damit so vor ungefähr einer Woche angefangen und seitdem ziehe ich das also wirklich täglich durch. Ja. Und es sind auch halt immer wieder die gleichen, die immer wieder ankommen und irgendwann wird ein Bursche zu dir sagen, Tribal, ich würde mich gerne mit dir mal treffen. Was dann? Ja, das hatten schon einige gesagt. Aber wie gesagt, dann war halt gerade mein Auto kaputt oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, aber jetzt ganz im Ernst. Ist da nicht vielleicht doch so eine latente Neugier, das dann auch mal zu machen? Nicht
wirklich, weil... Ich meine, die Gefahr ist natürlich extrem groß, dass du dann einen in die Fresse kriegst, ne? Wenn die dich dann sehen. Ja. Aber letztendlich ist der Hintergrund meiner Frage, ist die Neugierde vielleicht nicht doch da, dann mal eine Erfahrung mit einem Typ zu machen? Das wäre, denke ich mal, jetzt der falsche Weg, sowas auszuprobieren, weil die rechnen natürlich mit was ganz anderem, was ich dann wäre. Du kannst doch mal einen Test machen. Du kannst dich doch mal so richtig heiß chatten mit einem Typ und dann sagst du doch mal auf, ich muss dir ehrlich gestehen, ich bin ein Mann. Und mal sehen, dir kann ja erstmal nichts passieren und dann mal gucken, wie die reagieren. Vielleicht sind die genauso drauf wie du und sagen, wow, interessant. Eigentlich bin ich eine Frau, sagen sie wahrscheinlich. Ja. Ja, das wäre natürlich ganz toll. Das wäre auch ganz schön. Naja. Ja. Ja, kann ich mal ausprobieren. Ja, mach das mal. Finde ich interessant. Mail mir mal, was rumgekommen ist dabei. Ja, kann ich machen. Also, Thorsten, viel Spaß beim Chatten. Ja. Ich bin übrigens gerade noch online. Aha, hallo Tribal. Ja. Tschüss. Ciao, mach's gut. Jo. Tobias 35, hallo. Hallo. Hallo Tobias. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich wurde mit 6 oder 7 Jahren vergewaltigt. Von wem? Von ehemaligen Nachbarn. Mhm. Von einem Mann? Ja, für mich war es damals ein Mann. Es war damals eigentlich eher noch ein Jugendlicher. Ja, wie alt war der so ungefähr damals? 17, 18, ich weiß es nicht. Ist das einmal passiert oder ist es ist es mehrfach passiert? Mir ist, sag ich mal, so Missbrauchserfahrungen sind mir mehrmals passiert, aber mit diesen Typen nur einmal. Es gibt mehrere Erfahrungen? Ja. Als du dann älter warst, oder? Als ich 11 war, bin ich missbraucht worden von meiner Tante, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Mir ging es in erster Linie um diesen Typen, weil ich bin in Essen-Borbeck. Was bist du in? Essen-Borbeck bin ich aufgewachsen. Ja. Und ich habe den Typen jetzt angezeigt an der Staatsanwaltschaft, nachdem ich den wieder getroffen habe. Mhm. Ich habe den zufällig wieder getroffen mit einem Bekannten von mir. Jetzt so lange Zeit. Du bist jetzt 35, damals warst du 7, 8 Jahre, hast du gesagt. Genau. Ja. Und du hast den jetzt kürzlich erst wieder getroffen? Genau, und dann kam alles wieder mir hoch. Und du hast den noch erkannt? Ich habe den erkannt, als der sich von mir verabschiedet hat. Seine Hand wieder so komisch gedreht hat wie damals. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr euch die Hand gegeben habt? Mein Kollege ist so ein Typ, der irgendwie mit allen Leuten quatscht und so ein weltoffener Mensch, der irgendwie sich mit... Achso, hast du den über den Kollegen kennengelernt, diesen Mann? Hast du den wieder getroffen, über den Kollegen? Genau, ich kannte den... In Kontakt? Ich kannte ihn auch vom Gesicht her irgendwo, kam er mir bekannt vor. Kannst du dich noch genau erinnern, was damals passiert ist? Ja. Also, es gibt da kleine Risse in der Erinnerung, aber an das Wesentliche kann ich mich erinnern. 6, 7 Jahre, ne, warst du, glaube ich, hast du vorhin gesagt. Genau, 6 oder 7, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ja. Was genau ist da passiert? Ich war zu Hause mit meiner Mutter musste weg. Und dann schellte er an der Tür auf einmal und dann kam er hoch und hat gefragt, ob mein großer Bruder da ist. Und da habe ich zu ihm gesagt, dass er nicht da ist. Und da hat er mich gefragt, ob denn jemand anders da ist, habe ich gesagt, nein, ist keiner da. Und dann hat er mich gefragt, ob meine Mutter da ist, habe ich gesagt, die ist auch nicht da und die kommt auch erst später wieder. Und dann meinte der zu mir, ob er hier warten kann. Und ich gesagt, geht nicht, ich darf keinen reinlassen und er müsste wieder gehen. Dann hat er halt gesagt, ich warte jetzt hier, klar. Dann habe ich gesagt, ich darf keinen reinlassen und dann... Also er war da ja schon drin. Genau, dann war er schon drin und hat dann so, also in so einer ganz eindringlichen Form gefordert, da jetzt zu warten. Und da habe ich halt Angst bekommen und habe den dann da halt warten lassen. Und dann hat er so ein komisches Gespräch mit mir geführt. Und irgendwann habe ich halt mein T-Shirt so ein kleines Stück hochgezogen, dann ist er ausgerastet und ist vor mich hergefallen. Du hast dein T-Shirt ein Stückchen hochgezogen? Ja, aus Versehen oder was? Ja, genau so.
Und dann ist er mich hergefallen und hat mich im Badezimmer vergewaltigt. Das heißt, es ist zum Analverkehr gekommen? Genau. Das muss doch für so einen kleinen Jungen, für so ein Kind, ein unglaublich schmerzhafter Vorgang sein. Das war so ein Stopp. Der auch wahrscheinlich Verletzungen mit sich zieht. Ja, das war auch so. War das so? Haben das deine Eltern, deine Mutter nicht bemerkt? Ich war bewusstlos, als meine Mutter kam. Mhm. Der erste, was meine Mutter sagte, wer war das? Ach, die hat das direkt kapiert, was passiert ist. Genau. Und der Typ war dann weg, natürlich? Ja, genau. Mhm. Der dachte wahrscheinlich auch, dass ich tot bin. Ich weiß nicht, warum ich das meine, aber... Hast du denn deiner Mutter gesagt, wer das war? Ich habe gesagt, dass das ein Freund meines großen Bruders war, aber da gab es so viele, die in Frage kamen und sie wusste nicht, wer. Und die hat dich da nicht weiter in die Zange genommen, hat gesagt, hier, nun sag genau, wer das war? Nee, die hat zu mir gesagt, ich soll ihr den mal zeigen, wenn ich den sehe. War deine Mutter denn wirklich klar, was da passiert ist? Ja, der war halt klar. Und die hat nicht weiter darauf gedrungen, dass der Sache nachgegangen wird? Gar nichts. Wirfst du ihr das heute vor? Ja. Also nicht in direkter Form, weil es auch nichts bringt. Sie tut einfach so, als wenn alles nicht passiert wäre. Mhm. Sie schiebt alles immer nur von sich weg und mein Therapeut hat zu mir gesagt, dass sie vermutlich alles verdrängt und damals gar nicht damit umgehen konnte. Das heißt, du sagst, mein Therapeut, du bist in therapeutischer Betreuung. In psychologischer Betreuung. Deshalb. Schon längere Jahre. Mhm. Jetzt ist ja das. Hast du den dann nie wieder gesehen, zufällig? Davor nicht, nein. Das ist ja auch sonderbar, wenn das ein Freund von deinem Bruder war und der bei euch in der Umgebung wohnte, dass du den dann nie gesehen hast mehr. Der ist kurz danach da weggezogen und dann habe ich den nie wieder gesehen. Und jetzt hast du ihn gesehen? Genau. Und jetzt hast du ihn angezeigt? Genau. Wann hast du die Anzeige gemacht? Also das war so. Ich bin kurz nachdem ich den Typen gesehen habe, sind wir noch zu meinem Kollegen gegangen. Hol mal nicht so weit aus. Ich will nur mir das zeitlich einordnen. Wann ist die Anzeige gemacht worden? In diesem Jahr oder wann? In diesem Jahr und zwar, das ist höchstens 14 Tage her. Mhm. Wie hat die Polizei darauf reagiert? Wie ist das, wenn eine Tat so lange zurückliegt? Wie haben die sich verhalten? Es war ganz einfach so, dass ich wegen diesem anderen Fall, weil er nämlich auch versucht hat, über meinen Bekannten herzufallen, sarkastischerweise. Über welchen Bekannten? Über meinen Bekannten, der ihn da angequatscht hat. Also über den hat er auch versucht, als dieser Bekannte Kind war, über den herzufallen? Nein, als Erwachsener. Diesmal hat er versucht, einen Erwachsenen anzufallen. Aha. Also wird ja immer komplizierter. Ja, manchmal sind die Zufälle auch ein bisschen komisch. Allerdings, ja. Also auf jeden Fall ist die Anzeige jetzt erstattet worden. Ja, weil ich den Einspruch von meinen Bekannten da eingereicht habe und dann hat man mir gesagt, dass die erst ab 18. Lebensjahr die Verjährungsfrist gilt und die Anzeige ist aufgenommen worden. Dann wollen wir hoffen, dass es dann zu einem Verfahren kommt. Fühlst du dich stabil genug für sein Verfahren? Ja, ich sag mal so, wenn ich überhaupt da irgendwie drüber mal wegkommen will, dann ist meine Persönlichkeitsstruktur ist einfach so, dass ich, für mich ist das total wichtig, dass der bestraft wird. Für mich ist das total wichtig, dass der rauskommt, dass alle Leute wissen, was das für ein Schwein ist. Der hat mein ganzes Leben kaputt gemacht. Du bist jetzt 35 Jahre alt, sagte ich gerade. Hast du so in deinem Leben, in deinem Erwachsenenleben mal Sexualität ausleben können, für dich schön ausleben können? Ich sag mal so, ich habe noch nie einen Samenerguss gehabt. Das heißt, du lebst auch alleine und bist eigentlich sehr einsam. Genau. Das ist eine sehr traurige Geschichte und auch eine sehr, sehr kuriose Geschichte. Nämlich, ich finde es völlig, völlig verrückt, dass du den wieder getroffen hast und ihn dann auch erkannt hast und dass jetzt nach so vielen Jahren das ins Rollen kommt. Aber ich wünsche es dir sehr, wenn es für dich so wichtig ist. Und du hast es ja gerade so formuliert.
dass das Ganze jetzt ans Tageslicht gerät und er hoffentlich dann auch verurteilt wird. Da ich merke, dass dir das trotz deiner Therapie, die du machst, immer noch sehr nahe geht und du auch wahrscheinlich sehr labil bist, möchte ich, dass wir uns noch ein bisschen um dich kümmern, wenn wir dieses Gespräch jetzt hier beenden. Bist du damit einverstanden? Ich habe aber noch eine Bitte an euch. Mhm. Und zwar weiß ich nicht, ob ich das einzigste Opfer bin. Von dem? Von diesem Typen. Mhm. Deshalb habe ich auch gesagt, wo ich aufgewachsen bin. In Essen-Borbeck. Ja. In Essen hat dieser Typ wahrscheinlich die ganzen Jahre gelebt. Okay. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der selber Opfer war und sich vielleicht nicht traut, darüber zu sprechen, dann bitte ich denjenigen nicht bei der Staatsanwaltschaft zu melden. Okay. So, und jetzt legst du auf und wir rufen dich sofort wieder an. Okay? Okay, danke. Alles Gute, Tobias. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Hier ist Kathi. Hallo Kathi. Ja, hallo. Du bist 49. Ja. Und du hast dein Radio oder dein Fernsehen nicht leise geschaltet? Nee, hab ich nicht. Siehst du, das müsstest du aber tun. Mach's mal rasch. Das sagen wir doch immer ganz tapfer und brav euch, dass ihr das tun sollt. Dann müsst ihr das auch tun. So Kathi, um was geht's? Ja, es geht darum, ich habe einen Freund schon seit 11 Jahren. Mhm. Ich bin geschieden seit ewiger langer Zeit, habe 20, 21-jährige Töchter, studieren beide, es ist beiden was geworden und ich bin kein Doofi, denke ich jedenfalls. Und ich habe einen sehr intelligenten Freund, schon seit 10 Jahren, 11 Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, wo er wohnt, aber das heißt, ich weiß den Ort. Wie bitte? Du hast einen Freund seit 11 Jahren und du weißt nicht, wo er wohnt? Ja. Wie geht denn sowas? Ja, alle Freunde sagen, du bist bescheuert, du bist beknackt. Nee, sage ich jetzt erstmal nicht. Ich will erstmal ein bisschen fragen. Zum Freund gehört ja auch, dass man sich ab und zu trifft. Ja, er kommt immer zu mir. Ach, er kommt immer zu dir. Und ist dein Freund seit 11 Jahren. Deine Beziehung seit 11 Jahren. Ja, ja. Und du weißt aber nicht, wo er wohnt. Ja, irgendwie bin ich mir schon beknackt. Also du weißt den Ort, wo er wohnt. Er wohnt nicht in deinem Ort. Nein, er wohnt nicht in meinem Ort. Er wohnt ungefähr 100 Kilometer von mir entfernt. Und du warst, also den Ort, das weiß ich. Ja, aber du weißt nicht die Anschrift von ihm. Nein. Du warst noch nie in seiner Wohnung. Nein. Warum nicht? Ja, fragen wir mal nach Gott und Sonnenschein. Wahrscheinlich bin ich saublöd. Nee, das reicht mir als Erklärung noch nicht aus. Hast du es denn noch nie versucht? Hast du am Anfang nicht gesagt? Habe ich alles gemacht, alles. Wie reagiert er? Er hat blockiert. Er hat immer blockiert. Ja, er muss es doch begründen, warum du nicht mit in seine Wohnung darfst. Ja, weil er sich halt noch nicht so richtig heimisch fühlt. Och Gottchen. Och Gottchen. Ja, aber dann ist wieder der Gegenpunkt. Er macht alles. Er tut alles. Ja. Er hilft mir. Wie oft ist er denn bei dir? Einmal die Woche. Weißt du, was jetzt meine Zuschauer und Zuhörer, einschließlich meine Person, weißt du, was wir gerade alle messerscharf schließen aus dem, was du sagst? Der Kerl, der hat noch eine andere. Der ist in einer Beziehung. Weißt du, dass mir das alle sagen? Ja. Aber wenn ich den, das sagen, ich habe im Moment gerade Freunde bei mir. Die haben mich heute draufgebracht. Und wir haben jetzt ganz nett zusammengesessen. Ja. Die sind jetzt ins Bett. Ja. Und ich mache den Fernseher an, weil ich nicht schlafen konnte und nicht richtig abbringen konnte. Und auf einmal sehe ich Domian. Ja. Domian kannte ich gar nicht. Meine Mama guckte sich das immer an. So, aber umso schöner, dass du beim ersten Mal dann gleich durchgekommen bist und wir darüber sprechen können. Also, meine These. Er ist in einer festen Beziehung. Er ist vielleicht verheiratet. Ja, das sagen mir Freunde auch. Und wenn ich ihn darauf anspreche, der muss länger geschieden sein als ich. Warum? Oder vielleicht hat er einen Freund? Nein. Das ist ein ganz lieber Mensch. Das muss ich ja nicht widersprechen. Ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen bescheuert. Nee, Kathi, ich würde ja nicht sagen, dass du ein bisschen bescheuert bist. Aber vielleicht sage ich das doch, dass du vielleicht ein bisschen bescheuert bist. Ich bin bescheuert. Ich will es gar nicht so richtig böse meinen. Dass du dieses Spielchen seit 11 Jahren mitspielst, ist mir unvorstellbar und nicht nachvollziehbar. Das sagen alle. Ja. Das sagen alle. Aber ich habe eine scheiß Ehe hinter mir. Ach, egal. Ich bin von meinem Mann beschissen worden, von vorn bis hinten. Sind alle, und mittlerweile bin ich so selbstständig. Ja, aber das mit der Ehe sind doch alle Kamellen. Das ist doch ganz, ganz lange her. Wenn du mit dem schon 11 Jahre zusammen bist,
Ich finde das übrigens auch von ihm aus ziemlich schlimm, was er mit dir macht. Irgendwas verheimlicht er dir. Ja, und wenn ich ihn darauf anspreche, blockiert er. Ja, und das finde ich schlimm. Irgendwas, egal, wir können ja spekulieren, er hat ja eine Familie, er hat ja einen, ist er schwul? Er hat eine Familie, das weiß ich. Ach, das weißt du? Und sein jüngster Sohn, der ist 21, der ist körperlich und geistig behindert. Hat er eine Frau? Geschiedene Frau. Ja. Aber vielleicht hat er nicht, ist er eine neue Frau auch. Vielleicht hat er zwei Frauen, dich und eine andere. Aber ganz egal, was da ist ein Geheimnis. Er verschweigt dir etwas. Ja, warum sagt das mir nicht? Ja, warum? Warum? Ich habe den tausend und einmal drauf angesprochen. Ich finde es schlimm, dass der dich so behandelt und so mit dir umspringt. Und ich finde genauso schlimm, dass du das seit 11 Jahren duldest. Ich habe so eine scheiß Ehe gemacht und mitgemacht und da bin ich betrogen und belogen worden. Ja, egal. Ich wiederhole mich jetzt nochmal. Das ist doch kein Grund, sich jetzt wieder belügen und betrügen zu lassen. Das ist ja wieder der Fall. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen bescheuert, euch anzurufen. Nein, das ist doch okay. Aber ich meine, du hast ja angerufen, um wahrscheinlich auch eine Meinung von mir zu erfahren. 100%. So, aber das haben dir deine Freunde und Verwandten auch alle schon gesagt. Ja, ich habe... Die schlafen oben. Ja, ich glaube es. Ja. Wir sind ins Bett und dann haben wir das Thema wieder gehabt und ich mache den Fernseher an und dieses Thema ist. So, Kathi, jetzt pass mal auf. Wenn du auf den Tisch hauen würdest und würdest dem sagen, nach elf Jahren ritualisierter Lüge, eingebrannter Lüge, wenn du ihm sagen würdest, pass auf, wenn du mir jetzt nicht klar Wein einschenkst, dann ist das mit uns definitiv zu Ende. Was wäre dann? Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ja, das ist die nächste Frage. Aber nehmen wir mal an, du könntest es. Wie wäre der drauf? Wenn der merken würde, du meinst das wirklich ernst, wie reagiert der? Weiß ich nicht. So, jetzt frage ich dich, möchtest du die nächsten 11 Jahre auch so leben? Nein. So, dann musst du was tun. Dann musst Es sagen alle. Ja. Ich habe die Kraft nicht, weil mir immer geholfen hat. Er hat mir immer geholfen. Ja. Er hat mich unterstützt. Er hat den Kindern geholfen. Mag ja sein. Ich will ja gar nicht Abrede stellen, dass das ein guter Mensch ist oder dass der Typ okay ist. Aber irgendwas stimmt da nicht. Und das ist dann wiederum nicht okay an ihm. Und ich finde, dass du bist eine 49-jährige gestandene Frau. Hast zwei Töchter, hast du mir gerade gesagt. Ich bin freiberuflich tätig. So. Ich bin freiberufliche Hebamme. So. Also ich stehe schon mit. Du stehst im Leben, dann wirst du doch verdammt nochmal die Kraft haben, dem Typ dieses jetzt endlich mal herauszuzwingen, was da los ist. Das liegt jetzt wirklich an dir, an deinem Auftreten und wie frauhaft du das wirklich auch vorträgst. Ja. Ich lass das jetzt gar nicht gelten. Ich kann das nicht. Du kannst es. Ich bin sicher, du kannst es. Und hinterher ist es gut für dich und vielleicht auch gut für euch. Für dich ist es wunderbar, weil du es dann geschafft hast. Egal, das Risiko ist natürlich sehr groß, was du da erfährst. Aber egal, dann weißt du wirklich, woran du bist und was los ist. Ja, und das will ich ja auch, aber dann habe ich wieder Angst. Musst du dagegen angehen. Das ist einfach, da habe ich gut, in meiner Ehe mitgemacht ja. Und ich hatte eine scheiß Ehe. Ja, ich glaube es ja auch. Aber natürlich ist es anstrengend, sowas ist nicht einfach. Aber permanent so ein Rätsel um sich herum zu haben, ist doch auch sau anstrengend. Ja, das ist für mich sehr belastend. Ja, aber hallo, das wäre für mich, wenn ich du wäre, total belastend und ärgerlich. Mich würde es auch von meinem Freund ein bisschen wegbringen, weil ich mir denke, was macht denn der mit mir? So kann der doch nicht mit mir umgehen. So, Kathi, du musst da ran. Da hilft dir, kann dir jetzt keiner mehr helfen. Du musst es machen. Du musst da auftreten und sagen, Bursche, so aber geht's nicht. Aber ich mache es doch. Ich hab's 2 oder 3 Mal. Ja, aber nicht mit Glaubwürdigkeit. Der denkt dann, naja, lass die mal labern, die meint es nicht ernst und dann habe ich meine Ruhe hinterher wieder. Du musst es so machen, dass der es ernst nimmt. Aber dann habe ich wieder Angst, alleine zu sein. Tja, dann lass dich weiter belügen. Ich glaube schon. Das ist eine scheiß Situation. Ja, eine schwierige Situation, ist mir völlig klar. Aber da kannst nur letztendlich du mit deiner Entscheidung und du mit deiner Kraft rauskommen. Und diese Kraft wünsche ich dir von Herzen, Kathi. Tu es und mail mir bitte, was rumgekommen ist. Ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Vielleicht unterhalten wir beide uns dann sogar nochmal. Okay? Ja. Ja, ganz leise. Tschüss, Kathi. Okay, danke. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Jo. Hallo, Maria. Maria, 20 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo, Maria. Ja, also ich habe folgendes Problem. Und zwar
Ja, mit meinem Freund. Ich bin tierisch eifersüchtig. Und zwar habe ich bei ihm auf dem PC Fotos gefunden. Von nackten Frauen? Ja. Ah. Oh weia. Und so schöne Filmchen halt auch noch. Und ja, seitdem bin ich halt tierisch eifersüchtig. Ich war früher nie eifersüchtig. Ich vertraue ihm auch. Vor allen Dingen, weil ich mal ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht habe. Und wie lange seid ihr beiden Hübschen schon zusammen? 4 Jahre. Oh, 4 Jahre. Ja. Das ist aber eine lange Zeit. Ja. Da warst du 16? Ja, und, genau. Und wie alt ist er jetzt? Er ist jetzt 24. 24, ja. Mhm. Und bisher bist du ihm treu geblieben gewesen? Ja, klar, auf jeden Fall. Klar, und er dir auch? Ja, ich denke schon. Also ich wüsste von nichts. Also ich glaube auch, dass er treu ist. Ja. Und wie läuft der Sex? Ja, gut. Gut, wirklich? Ja, eigentlich schon. Ja, befriedigend so für dich und du hast den Eindruck, dass es ihm auch nach wie vor was bringt? Ja, eigentlich schon. Mhm. So, jetzt hast du ein Bildchen gesehen. Ja. Haut mich erstmal nicht so vom Stuhl, würde ich sagen. Ja, ja. Ist nicht, ja, ich weiß es nicht. Also ist nicht so schlimm. Hast du ihn angesprochen darauf, was da los ist? Nein, ich traue es mich nicht, weil nachher meint er, ich würde hinter ihm her schnüffeln. Das hast du ja auch so ein bisschen getan, ne? Ja, ich bin da durch Zufall drauf gekommen. Ach ja, also durch Zufall. Ja, ehrlich, ich kenne mich mit dem Computer eigentlich überhaupt nicht aus. Und schwuppdiwupp waren da Pornobilder auf dem PC. Ja, da waren halt so verschiedene Ordner und vor allem stand dann Vorsicht. Und na, das guckt man sich dann halt doch an. Da stand Vorsicht? Toll, ja, als Ordnername. Das ist eine tolle Tarnung, merke ich mir mal. Vorsicht. Super. Da geht man natürlich, macht man einen weiten Bogen drum, ne? Ja. Du hast natürlich da draufgeklickt, auf Vorsicht. Ja. Und dann erschienen die nackten Brüste. Ja, genau. Und mehr. Ja, und ich meine, warum guckt er sich sowas an? Wenn er mit mir zufrieden wäre, würde er es ja eigentlich nicht tun. Ja, aber ich glaube, so du denken manche Frauen, aber ich glaube, so sollte Frau nicht denken. Ich glaube, ein Mann kann verdammt zufrieden sein mit seiner Freundin und sie lieben und begehren und trotzdem Spaß mal an solchen Bildchen haben. Da muss man nicht eifersüchtig sein. Da muss Frau nicht eifersüchtig sein. Ist nicht schlimm, finde ich. Sage ich dir das mal so als Kerl. Wirklich. Solange es nur das ist, ist es nicht schlimm. Und vor allen Dingen, wenn ihr schon 4 Jahre zusammen seid, gönn ihm mal ein bisschen ein Bildchen angucken. Ja. Ich würde ihn auch mal ansprechen. Hier, komm, wir gucken uns mal zusammen Porno an. Ja, hab ich ihn schon. Ah. Das will er nicht. Nein, das will er nicht. Also, Hast du ihn angesprochen, nachdem du das entdeckt hattest oder vorher schon? Ah, ja. Und ich habe dann gesagt, ja, dann lass uns doch mal ein Filmchen aus der Videothek holen. Ja. Dann hat er gesagt, nee, das findet er eklig. Ah, da stimmt auch was nicht, ne? Ja. Ja, da stimmt was nicht. Und ich habe einfach Angst, ihn zu verlieren, weil, wie gesagt, ich so schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht habe, ganz schlechte. Ja, hör mal, so viele Erfahrungen mit Männern kannst du nicht gemacht haben. Wenn du ja, ich mit 16 in dem Sinne, ich bin von dem Vater von meiner besten Freundin damals missbraucht worden. Okay, das ist ein anderes Thema. Das ist natürlich was ganz Schlimmes und was geht in eine ganz andere Thematik hinein, die wir jetzt hiermit gar nicht vergleichen wollen. Ja. Ne? Also, ich würde mal Folgendes sagen, Maria. Ja. Erzähl ihm mal ganz frei, Frank, dass du da Vorsicht gedrückt hast. ist ja auch nicht so schlimm. Kann ja auch dann mal passieren. Mal sehen, wie er reagiert. Und dann soll er dir mal schlüssig machen, warum er das privat für sich alleine gerne anguckt und warum er keinen Bock hat, das mit dir zusammen anzugucken. Finde ich eine interessante Frage. Würde mich interessieren, wenn ich du wäre. Ja, mich auch. Aber wie gesagt, ich traue es mich halt nicht. Doch, ich denke immer, ich mache damit mehr kaputt. Nee. So, und dann, wenn dann gesprochen wurde. Nun kann es ja auch sein, dass er sagt, wirklich, ist nicht meine Vorstellung, mit meiner liebsten Pornos zu gucken. Ist nicht mein Ding. Ja. Ist nicht, mögen wirklich nicht unbedingt alle Männer oder alle Paare. Dann ist es auch okay. Dann lass ihn einfach in Ruhe und lass ihn einfach für sich diese Bildchen und die Mini-Pornos angucken. Und das ist groß. Da machst du auch Eindruck, wenn du sagst, okay, wenn du es brauchst, mir ist es egal. Darauf brauchst du nicht eifersüchtig sein. Solange er keine andere, wirklich keine andere reale Frau ist, ist das nicht schlimm. Ja, aber ich weiß es ja nicht. Ah ja. Also nur, ja gut, das weiß man nie, aber nur aufgrund dessen, weil du da Bildchen entdeckt hast, die er wahrscheinlich aus dem Netz sich runtergeladen hat. Ja. Daraus kann man ja nur nicht schließen, dass da noch eine andere Frau ist. Ja, also bloß jetzt nicht übertreiben, bloß jetzt nicht hysterisch werden, da machst du viel mehr mit kaputt. Mhm. Cool, locker rangehen, nach dem Motto, wenn es dein Ding ist, okay, mach es. Ich brauche es nicht, aber mir ist es auch egal, wenn du es machst. Ja. Aber sprich immer drauf an, finde ich interessant. Ja. Okay? Okay. Alles Gute, Maria. Ich danke dir. Tschüss. Danke. Tschüss. So, Freunde, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, bei Jan Hölz, Gudunhausen, Christoph Hoffmann, Jan Gräfe zu Baringdorf und Heide Schweizer. Jetzt haben wir Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es soll richtig toll nochmal werden.
ein schönes Spätsommerwochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Und unser Thema nächste Woche Mittwoch heißt Sexlügen. Da bin ich sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao. Uhr. Düsseldorf. Die Gesundheitsreform hat das Verhalten der Kassenpatienten drastisch verändert.